ich wieder ausrüsten. Was hatte ich denn da? Die hatte ich. Ist dann kein anderen Schalldämpfer. Werkzeugkasten ist da. Ein bisschen Munition. Rauchgranaten. Bestes, gleiche Spiel. Und nochmal. Was passiert hier? So. Ah, eine Weste brauche ich noch unbedingt. Ja, das reicht. Wo kann ich ein Hate Fork drücken? Dann wird's verloren, komm, lass mich. Wie geht denn das? Aber da. Ja, passt. Ich wollte unbedingt den Nebel loswerden. Das habe ich gerade gesucht. So, das nächste Boot steht schon bereit, ne? Arschbombe! Sitze! Kein Funkturm eingezeichnet. Ich schau gerade mal, wo wir rankommen. Entweder übers Dorf, über den Dschungel, das ist scheiße, oder über die Flughangars, was denkst du?
Also um einen Ausblick zu bekommen, wäre die Westseite, wo wir uns gerade befinden, gut und dann nochmal Positionswechsel durchzuführen. Dann tun wir mal was Dummes und gehen mal auf den höchsten Punkt hier. Springe ab. Hätte ich beinahe gekillt. Echt? Scheiße. Da bin ich immer gespannt. Hier ist einiges. Die Schildkarte, die muss weg. Schilka linksseits bei dem Tower. Und rechtsseits zwischen den Helikoptern hinterm Kasatka. Und die Raketen. Die Helis, was könnte sein? Mein einziger Ansatz wäre zu versuchen, eine Schilke einzunehmen, die andere zu zerstören. Ja, positiv. Ja. Infanterie mit Igla. Annäherung über Waldseite. Check. Ausgepowert. Ja, durch das Robben. Und die schwere Ausrüstung. Sitze. Oh nein, bitte nicht.
Hast du die erste Schilker? Fragezeichen. Können wir so machen. Das ist ein mieser Angriffswinkel. Hier, von hier aus kannst du sehen. Ah ja, genau. Ja, ich würde mal sagen, vier Schützen heran, dass ich jo. Auf jeden Fall, dass die erste sitzt. Ich lade schon mal nach. Oh, du führst. Bis zum Baum voraus auf 30 Meter. Infanterie voraus. Oder ist ein Zivilist? Bei der Schilka? Zivilist, Zivilist. Ich muss halt hier stehen, wenn ich das Ding trage. Ja. Kannst du von hier wirken? Negativ, ich bin blind gerade. Lauf mal hier auf 80 Grad vor und schau, ob du sie sehen kannst. Positiv, direkt hier, 80 Grad. Check, ich komme danach. 100 Grad. Ja, sehe sie. 50 Meter eingestellt, besser geht's nicht. Bereit? Warte, ich mach meine auch sicher. Check. Wo bist du? Hinter dir, rechte Hand. Kannst schießen, wenn irgendwas wäre. Wenn du geschossen hast und verfehlt hast, dann geh ein Stück vor. Auf jeden Fall. Bereit? Bereit. Okay, fire in the hole. 3, 2, Feuer, Feuer. Treffer. Ist er ausgestiegen? Nee, zerstört. Zurückfallen lassen, Herrn Wald. Wir setzen neu an, mir nach. Ich bin dran. Wir bewegen uns hier nach rechts, Richtung Osten. Da sind zwei kleine Gebäude, die versuchen als Deckung zu nehmen. Ah, wir gehen sogar noch weiter bis zu den Hangars. Check, ich muss gleich rasten. Hier rasten bei Steinformation. Wow. Schilka schießt auf uns in Deckung.
Bin wieder da, bin wieder da. Schieß, schieß, weg, weg. Alles klar, laufe. Oh nein, kann ich schneller. Eigenversorgung durch. Führe durch. Grün, grün, humpel aber. Ah, oh, obwohl. Oh, ne, ich humpel. Ja. Ich auch. Entweder was der andere Schilker oder Munition, keine Ahnung. Na, vielleicht ist. Ne. Hm. So, na komisch. Mit zwei kleinen Behindis. Lass uns doch die Hände halten. Wir bewegen uns 100 Meter in Richtung Nordosten bis zu den Hangars. Von dort aus versuchen wir Unterdeckung langsam vorwärts aufzuräumen. Geil. Ich habe einen schwachen Puls. Wenn ich umknicke, dann habe ich Pech. Ich habe eine AP dabei. Was wir denn geben? Ich komme schon angehumpelt, um dir das Leben zu retten. Warte, noch 5 Meter, die sich endlos in die Länge ziehen. Ich vor dir oben, pass auf. Kraller-Show. So, nehme meine rechten Arme, jetzt gibt es einen kurzen Piekser. Und kurz die Augen zu. So. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Epinephrin in Ihrem Kreislauf. Wir müssen auf jeden Fall noch mindestens den einen Igler-Schützen ausschalten. Die anderen Schilder natürlich. Mhm, ja, mit einem schönen Schuss sollte das klappen. Hast du noch Ersatzgeschosse? Negativ, war One-Way-Ticket mit dem Ding. Bist du geübt? Moment, mit was genau? Mit meiner Waffe? Mit der RPG. Hier, M136. Über der richtigen Methan sollte das klappen. Dann gebe ich dir mal meine. Ne? Nur weil du durch einen Kacknoob. Weil du nicht so viel tragen willst, gib es auch zu. Ist ja gut, dafür läuft er vor. So, hier könnten sie überall stehen. Wie bitte? Ich sage, hier könnten überall Feinde stehen. Ja. Ein bisschen Deckung. Boah, ich glaube, ich bin schneller am Humpeln, wenn ich auf Knien laufe. Also in den Knien laufe. Boah, guck dir das an. Gibt's doch gar nicht. Lass mich zuerst weg. Du brauchst die RPG. Schlechte Einsicht. Ich gehe drüber über den Baum. Oh, bitte nicht auf den Baum. Ich sehe die andere Schild gar nicht mehr. Ja, die ist bei den Helikoptern. Ich denke, wenn wir jetzt um die Ecke schauen, sollten wir irgendwas sehen. Was krüppeliger rumgehampelt, ist echt ärgerlich.
Ich sehe jetzt Ende Landebahn, aber keine Helikopter und keine Dings mehr. Oh ne, dann müssen wir echt nach vorne laufen. Scheiße. Naja. Ah, links als Helikopter. Kasatka. Also vor dem Kasatka war der und zwischen dem Mi 8. Aber. Hä? Wie kommt der Kasatka dahin? Ist der abgestürzt? Links hält sich keine Feinde. Na, gleich wirst du was sehen, bestimmt. Geh mal lieber zurück, falls du gleich explodierst. Ja, ich sehe die Schilker, aber ganz schlechte Sicht. Wie weit ist sie weg? Das gibt's doch gar nicht. Schießt die mal kurz durch den ganzen Hangar durch, weil sie mich jetzt da gesehen hat. Geil. Fuck you. Wie weit ist sie weg? Genau so weit, dass sie dich noch kriegt. Laser-KI. Oh Mann, ey. Die hat vor allem, die hat mit einem Schuss uns beide gleichzeitig umgenietet und ich bin extra zurückgelaufen, damit sowas nicht passiert. Ah. So, ich weiß ein Javelin. Ja, ja, da können wir auf den Berg hoch dann, oder? Ja. Check. So, ich guck nochmal, ob ich alles dabei habe im Rucksack, aber ich habe es gespeichert, das heißt, es sollte alles dabei sein. Nein, kein Werkzeugkasten. Ah ne, hier. Ja, check. Wir stellen, können wir Mörser aufstellen da? Na, ja, zu ungenau noch, machen wir alles kaputt und dann können wir nichts mehr mitnehmen. Ich überlege gerade, was könnte ich noch kaufen, was wir gebrauchen könnten. So, ich popp mich wieder. Ich will sehen, wie du das Rahau erklärst. Das würde ich ganz genau sehen.
Arschbombe, hep. Obwohl, eigentlich Köpfe. Köpfer, Kopfer. Wow. Alter, ist hier aggressiv. Ja, genau. Flachwasser kommt. Kannst du auch wissen. Ja, ich wollte dich auch gerade, aber das Ding ist ein bisschen aggressiv. Sitz ab. Also gucken wir, ob ich das Ding hier noch beherrsche. Ja, Tee und Feuer. Ich hoffe, dass es nicht so krass explodiert, damit alle Helikopter auch in die Luft fliegen und der ganze Schrunz, der da steht. Mhm. Mal schauen. Opfer müssen gebracht werden. Ja. Bisschen langsamer, kein Ausdauer mehr. Meinst du diesen Berg oder meinst du den da oben? Ne, schon den hier, da wo wir davor waren. So, ich geh mal runter. Mal gucken, was ich so sehe. Schnaufpause. Mann, Mann, ist anstrengend. Yeah.
hat sich bewegt. Kann sie nicht mehr ausmachen. Ich suche sie auch gerade. Angriffswinkel ist sehr schlecht, ich kann hier nicht einpeilen. So, verstanden, wir suchen uns einen neuen Punkt. Ich denke, wir müssen auf den Hügel hier rechts als hohe Stelle. Ich verliere Geld. Warum verliere ich Geld? Dann bist du der Erste, der hier Geld verliert. Eigentlich nicht. Ich bin von 400 auf 253 runter. Ja, wir sind ja ein paar Mal gestorben, aber das ist. Nee, das ist so viel. Verliert man Geld, wenn man stirbt? Ja. Ja, ein Quad wäre jetzt echt wünschenswert. Kurze Pause. Check. Eine Scheißstelle, ich weiß. Gut, da kann man auch nichts machen, wenn er mal klotzt. So. Weiter. Pause. Check. Wir sind auf die Höhe 85 da, 150 Meter vor uns. Wenn nicht sogar weiter auf die Höhe 122. Ja. Am Ende landen wir auf der Höhe 69.
kannst ja ab und zu mal ganz vorsichtig spähen, ob du siehst, wo die Schilke ist. Mhm. Ja, gerade eben haben uns die Bäume den Weg versperrt, aber jetzt sollten wir eigentlich klare Sicht haben, wenn der Nebel nicht war. Das Teil. Da hat sie uns beschossen von hier. Ah, super. Sehen. Negativ. Ich hoffe, die steht nicht zu nah am Hang. Das wäre jetzt echt mies. Mhm. Ja, da haben sich deine alten Knie wenigstens mal richtig bewegt. Ups, hier sind wir ein bisschen scheiße. Schön vorsichtig hier. LKW, wo ist das Ding? Da ist der MI8. Oh nein, das kann. Wiederholen. Ach, ich singe gerade. Okay, das ist nichts. Ich komme zurück zu dir. Oh, nicht ganz runter, nicht ganz runter. Doch irgendwo hier sein. Es kann doch nicht sein, dass sie weg ist. Ich verstehe dich nicht. Ach, ich summe gerade vor mir herum und suche die Schilka. Die müsste doch hier irgendwo sein. Die kann nicht verschwunden sein. Das Ding. Zwei Schützenpanzer in den Hangar. Ich hoffe, die sind nicht aktiv. Kann es sein, dass der uns vorhin rausgeschossen hat? Unwahrscheinlich. Ja, einer davon wird auf jeden Fall aktiv sein. Wie weit komme ich denn mit dem Teil? 400 Meter, ui, das wird ja was. Naja. Weißt du, wie ich von Top-Down zu Direct umschalten kann?
Negativ. Feindkontakt 320 Grad an der Straße, Soldat mit Igla, möglicherweise in unsere Richtung unterwegs. Verstanden, Suche. Was macht er da? Hier im Bereich 300 bis 320 Grad müssen die hochkommen. Ich kann nicht entdecken, dass sie jetzt wieder weg sind. Check, ich gehe mal vom Felsen runter und beobachte mal die Richtung. Panzerter Jeep auf der Straße unterwegs in unsere Richtung, könnte uns passieren. So verstanden, wahrscheinlich Patrouille. Ja, jetzt ist die Frage, was wir machen. Ich würde sagen, wir attackieren.
wenn wir scheitern, dann machen wir einen zweiten Anlauf. Ich kann die Schildgas nicht mehr ausmachen. Ich gehe davon aus, dass sie im Wald ist. Trennung, mein Ansatz wäre jetzt Direct Attacks auf die beiden BMPs unten und dann Feuerkampf von hier auf bleibende Infanteriekräfte, Trennung, dann Annäherung und einen Hind erobern, mit dem wir gegebenenfalls abhauen und oder angreifen können. Kommen. Verstanden. Positioniere mich neu. Hast du Planungsbeiträge? Ich habe Planungsbeiträge, falls es scheitert. Dann sollten wir nochmal das versuchen, zu den Hangars zu kommen und die BMPs dazu übernehmen oder diese Schützenpanzer. Mann, wir müssen hier runter. Ich werde. Check. Kann ich in den Direct Attack Modus schalten, ich muss das hinkriegen irgendwie. Mann, das wird mir auch nichts. Lambert, hörst du mich? Ich höre dich. Ich kann mal versuchen, einen Luftschlag anzufordern, der die Hangars zerstören soll. Ja, wenn du das kannst. Ja, ich würde es mal versuchen. So. Was ist Carpet Bombing? Das ist ein Bombenteppich. Wahrscheinlich Splitter sprengen, Pellets. Okay, also ich habe die Auswahl zwischen HE-Bombs und Carpet-Bombing und Napalm. Also Napalm fällt aus, Carpet-Bombing wahrscheinlich auch, dann HE-Bombs. Jo. Alles klar. Ich würde ansetzen von Südwesten nach Nordosten. Positiv. Salve, was gibt's? Alter, ich schwör, es hat nichts geklingelt. Moment kurz. Keine Ahnung, weil ich habe angerufen, dann hat es direkt. Was geht ab? Was geht ab, ich habe angerufen, dann hat es wieder direkt. Alter, Bro, dann bin ich wahrscheinlich. Zum Ziel dürfte etwa 500 Meter sein. Da bin ich aus dem Ding raus. Jets unterwegs. Ach so, Moment, sag ich dir gleich. Gib mir eine Sekunde. Also. Warte. Was kommt da, Alter? Du nimmst auf jeden Fall einen Wasserkocher, ja? Jetzt sehen wir die Schilke irgendwo. Augen auf. So, also du wäschst den Reis dreimal, ja? Halt durch. Dann machst du geil. Dann, aber warte mal, mein Kopf vibriert gerade. Kurz Afka.
dann nimmst du den, wie sag ich, du machst eine Tasse Reis in die Ding, ein oder eineinhalb in den Topf, ja. Genau. Dann kochst du Wasser auf im Wasserkocher. Genau. Dann machst du vom Wasserkocher eine, zwei bis zweieinhalb Tassen in den Topf rein, kochendes Wasser. Und dann. Achso, ja, dann, wenn das Wasser kocht, leicht köcheln, dann machst du einen Zewa drüber oder zwei, einen Deckel oben drauf, machst auf niedrige Temperaturstufe, also sprich 1, 1,5 oder sowas. Und dann lässt du es genau eine Viertelstunde lang einfach so. Und am Ende sollte ich ihn dann einfach den Topf aufmachen und die Flüssigkeit sollte verdampft sein. Ja. Außer wenn du merkst, wenn du hörst, dass es richtig krass kocht oder so, dann nimm mal kurz das Ding vom Herd oder deck ihn früher ab, ne? Das musst dann du gucken. Easy. Ja, Mann, guten Hunger. Ja, Mann, bis später. Ciao. So, wieder da. Das war mal ein Abenteuer von Pilot. EB, Fire for Effect, das war sehr gut. Da steht aber noch ein Panzer. Ja, ich weiß aber nicht, ob der aktiv ist. Also, wenn das überlebt hat und wir den kriegen, das wäre ja. Ah, ne, wir kommen ja gar nicht runter von der Insel, oder? Ne, wir müssen rausfliegen. Ansonsten kannst du irgendwas anlocken oder so. Beziehungsweise siehst du den Transporter mit dem MG oben drauf? Kriegst du negativ. Den der ist genau auf 4 Grad. 6 Grad. Vor dem Kasatka. 3 Meter davor. Suche. Ich habe die Richtung, aber ich sehe ihn nicht. Mist. Siehst du einen Kasatka? Ja. Und wie weit kannst du nach vor ihm schauen, also vor seinem Bereich schauen? 5 Meter? Oh, eigentlich müsstest du den sehen, verdammt nochmal. Der steht mit dem Arsch zu uns. Oder ist das ein. Oder ist es ein Fuel Truck? Ist ein Fuel Truck. Ja, dann ist es ein Fuel Truck, Mist. Ja, dann. Warte mal. Ja, okay, dann ist ein Fuel Truck. Ja gut, dann müssen wir halt die Infanterie jetzt erstmal ausschalten. Meter. Schaffen wir was von hier aus? Sollte möglich sein. Ich habe keinen Range Table oder irgendwas dabei. Ja, das sollte. Also 500 Meter ist ja noch human für die Waffen. Was sieht ein Elbenauge? Ich markiere mal ein paar Ziele. Ich habe hier ein schönes Thermal. Ich markiere mal grob mit Punkten, ja. Check. Oder mit Infanteriezeichen. Naja, mit roten Punkten reicht. Das sind die, die ich bisher sehe. Check. Das ist eine kleine Gruppe unterwegs irgendwo. Ich habe da einen auf dem Dach, auf den habe ich eine sehr gute Einsicht. Ist so ein Range Table dabei? Negativ. Okay.
Ah, der auf dem Dach. Ist das ein Zivilist oder hat er eine Waffe? Hat eine Waffe. Warte mal, ich würde sagen, wir fangen einfach mal zu schießen und gucken, was passiert, oder? Ja. Oh, frei. Sehe ich mal die Einschläge, siehst du die? Ich sehe nichts, abgesehen, dass er zurückschießt. Alles gleich, teile mich ein bisschen nach rechts. Gibt's doch gar nicht, ey. Schwein. Hast du ihn? Oh. Negativ. Links Feuer bekommen irgendwo. Oh, runter, Köpfe runter. Ne, wir müssen näher ran, glaube ich, sonst wird es nichts. Alter Vater. Ich sag, gehen wir hier runter und bewegen uns über die Häuser. Ja, auf jeden Fall, ja. Stopp, was macht er? So, jetzt. Aber Achtung, ich bin sehr langsam gleich. Ja, spring so weit du kannst, ich komme dann gleich nach. So, mal kurz regenerieren. Scheißnebel. Jetzt. Bin unten in Pause. In Bewegungsrichtung 330 Gebäude, das können wir nehmen. Ich bin da, ich bin auf der Pause. Ein Stück vor. Ich werfe gleich mal Rauch vor uns. Da müsste irgendwann. Ach nee, die Straße ist komplett hinten erst. Ja gut, ich renne mal vor, ich bin auf Linker bis zum. Ich push mich mal an. Ich muss mal so. Ich komme mit. Ich geh gleich ran. Feindakustisch. Zivilisten unten, Achtung, feindakustisch, Nahbereich. Check, ich würde mich mal rechts um das Gebäude herum bewegen.
Ich bin unten, mach Türen zu. Ich bin an der südöstlichsten Ecke vom Gebäude. Terrasse. Sichere Richtung 46 Grad. Außenbalkon ist clear und der letzte Raum auf der linken Seite ist ebenfalls clear. Bestätigt. Ich mache kurz Thermalscan. Check. Wie es aussieht. Ich hole mal kurz mein neues Fernglas raus. Kein anderes dabei. Sieht soweit passend aus. Ich springe rüber. Check. Lauf runter. Bewege mich wieder oben rum. Sicher unten. Stockwerk sicher. Geht's nicht raus hier, oder? Theoretisch müssten wir Feind haben hier im Bereich oder hinter uns oder irgendwo. Also Glotzen auf. Gelbe Haus vor uns sollte clear sein. Ah, oh, da geht's raus. Dann gehen wir raus zum nächsten Gebäude. Ach komm schon, kann ich nicht runter? Trennung. Position halten. Bestätigt. Ich scanne unsere Höhe, Flugfeld. Keine Feindwahrnehmung, Trennung, AFK, eine Minute. Ja, dann gehe ich auch noch kurz aufs Klo.
Schweiß im Arsch. Bin wieder da. Ich kenne das Spielchen doch. Ah, Mist. Das ging schnell, aber ich habe noch eine Chance, noch eine. Wo ist er denn? Melde mich zurück. Feindnahbereich Richtung Nordwest. Genaue Beschreibung, siehst du was? Negativ, wurde nur von unterhalb beschossen. Und die Türen sind gerade vor mir zugegangen, das war echt unheimlich. Wo ist der? Ich bin da. Sehen, voraus. Feind bekämpft, bist du da? Bin da, ich habe mich geduckt. Hab ihn geknechtet. Ich sichere mal den Südwesten von hier oben. Feind hat eine PA-Waffe. Sicherer Nordosten. Hast du mal dein Thermal rausgeholt? Möchtest du nicht die Wand backen würde, ja. Ja, das ist Alter. Lambert, wenn du. What the fuck? Fang gleich runter. Nee, eigentlich nicht. Das sah aus, als hättest du Krämpfe im Bauch und würdest im Bett liegen. Oh, fand ich der Jeep in Patrouillenfahrt. Passiert uns von Südosten nach Nordwesten, 100 Meter vor uns, Richtung Zentrale. Verstanden. Zerschieße mal ein Fenster, damit ich durch
thermalisieren kann. Keine Feindwahrnehmung. Ich würde sagen, wir bewegen uns weiter. Check. Hier den Ausgang. Wir sprinten gleich rüber zum anderen Haus, dann wir rein. Check. Ordentlich los. Das habe ich verstanden. Vergessen. Da mag uns jemand nicht. Dann antworten wir mal. Oh ne, das Spiel kenne ich. Jetzt nächste Gebäude, Fragezeichen. Erstmal langsam vorauslaufen. Bin dran. Ich spring rüber. Erzähl, Schatz, ich muss gerade zuhören. Feindnahbereich. Verstanden, Rücken auch. Ich gehe rechts am Gebäude rum. Ich sehe nicht, aber ich ziehe Feuer auf mich. Erkannt. Oh Mann, du Arsch. Ein Feind bekämpft. Bist du noch da? Check, bin da. Vorsicht, nicht so weit vor. Streck den Fuß hoch, ha? Wahrscheinlich musst du genau das verbinden, dann wird er wieder. Erzähl, Schatzi. Ich scanne Richtung Zentrale. Genau. Das ist das Glas, oder? Das ist ein richtig mieser Weg bis ran an die Mauer zum Feind. Oder Bottles ab, das geht auch. Tasten wir uns vor, ja? Ja, müssen wir im Endeffekt, wenn wir nicht beschossen werden wollen, wenn wir auf dem Airfield sind. Ich scanne mal das Airfield von hier aus. Genau. Ich deck mal Richtung Nordost. Positiv, sicher mich. Ich sehe die Flagge von hier. Und die Helis. Keine Feindwahrnehmung bei 40% Einsicht. Wir haben auch den Schützen da halten rechts auf dem Dach, ja? Irgendwo. Ja, müssen wir gucken, wenn wir den mal sehen. Scanne das ja mal. Könnten schon ein Hind klauen, ne? Ja, ein Hind und so ein Transportheli mit Bomben, Raketen und drei Geschützen.
ist die Frage, ob wir rechtzeitig abheben können und oder ob wir noch Javelins in der Nähe haben oder Stinger. Stinger meine ich hier, Iglas. So, der Abflugweg wäre ja mehr raus, tief bleiben. Ja, eigentlich sollten wir echt noch die Gebäude vorausklären. Zumindest die linksseits der Straße. Einen zweiten Ansatz. Ja, zumindest die von linksseits der Straße, weil dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Ein Auto wäre halt jetzt nicht schlecht. Kreuzer. Hier gibt es ein Patrouillenfahrzeug, was hier wahrscheinlich in dem Bereich durchfährt. Ja, auf dem offenen Feld haben wir das sowieso verloren. Ich komme nach. Check, ich stehe. Gerne thermal. Ein Feind gesichtet auf 320 Grad. Ich übernehme über Kampfempfung. Check, ich würde hier zur Scharfschütze. Ich hab jetzt ins Bein erwischt. War das der auf 320? Wahrscheinlich, ich werfe mal eine Smoke. Oh, Fahrzeugrückraum. Gepanzert, fährt vorbei, kein Geschütz. Ich gehe da ran. Check, ich deck dich. Ich hab die Reifen. Verarzte mich selbst. Bist du noch da? Check, ich bin der Humpelmann. Oh. Gleich da, noch 5 lange Meter. Sitze. Also, setz mich mal an so einem Transportheli mit Bomben ab und dann kannst du den Hind klauen. Ich versuch's einfach mal und du beobachtest mich und guckst, was draus wird, ob ich schaffe oder nicht. Von unserer Position eben, über das Flugfeld rüber, da war ein Feind. Hast du den ausgeschaltet? Übers Flugfeld negativ, ich hab nur von dort kassiert. Okay. Auf unserer 12 ist irgendwo Feind. Überfahren wir den oder soll ich die Front Hatch aufmachen? Ja. Ich dachte, du bist drauf. Ich dachte, du bist oben.
MG. Nein, 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 nein. Hab ihn gesehen. Ja, ich bin wieder drin. Du bist hier im Haus drin. Check, steig aus. Notfalls Granate rein. Sehr schön. Wieder aufsitzen. Ist drin? Bin drin, Audio nah. Zum Hein, Fragezeichen, oder was? Wo willst du hin? Zum Transportheli mit den Raketenbomben. Und dann hebe ich mit dem ab und du kannst den Hein schnappen. Kannst du die überfahren? Ich sehe sie nicht. Sehr schön, einer weniger. Einer ist noch übrig. Oh Gott, steh uns bei. Das Panzerglas muss halten. Ja, jetzt hier geben. Ja, den kann man durchsuchen. Ach, ist eigentlich scheißegal. Also halb so wild, lieber die Helis holen. So, Transportheli mit viel Bums drunter. Genau, da sehe ich noch einen. Steht. Spring ab, viel Glück. Sitze, Motoren drehen. Ich komme nicht rein, what the fuck? Guck mal, ob noch irgendjemand drin sitzt und du ihn rausschießen musst. Cargo war da drin. Engine Horn, hebe ab. Tief und schnell weg. Habe deine Fährte. Verstanden. 200 Meter unter dir, ich gehe tiefer. 30 Grad nach links und dann sollten wir zum Airport kommen. Scheißnebel. Ja, das flieg ich hier einen Tick höher. Status, ist die Maschine ganz? Alles gut im Anflug.
Flug auf Airport. Check, ich bin schon nah an Endteil. Sanft und easy, baby. Touchdown. Achtung, Mörser unter dir. Alles klar, jetzt kannst du ihn runtersetzen. Ein bisschen abbremsen und runter. 5 Meter, abschauen, abschauen. Sehr schön. Tada, da fällt noch eine Leiche raus. Ich hab so ich sag, da fällt noch eine Leiche raus. Hast du gerade gestalkt? Ja, genau. Okay, cool. So. Das war doch mal was. Oh. Ich überlege gerade, stand da noch irgendwas, was sich lohnen würde zu holen? Naja, noch so ein MI8. Ich meine, wenn wir schon alles platt gemacht haben, da könnten wir da auch nochmal hin. Würde ich auch sagen. Das Chaplin-Ding hier. Warte mal, da habe ich eine bessere Idee. Ich habe noch ein Zivil. Ich muss erstmal muss ich hier den Fog loswerden. So, das geht doch, wenn ich hier hinschaue. I hate Fog. Nochmal. Das sollte sich langsam lösen. Chaplin ist loswerden oder nicht? Fragezeichen. Kannst loswerden, ja. Hatte doch mal. Ah ne, der ist weg. Enter Exit. Machen wir es so. Cute. Bereit davor. Auf geht denn das nochmal? Das hier. So, das geht doch hier, oder? Hakumanagement. Grab, genau. Warte. Ja. Ich hole uns einen Heli, dann fliegen wir wieder zurück. Ein kleiner oder was? Nee, ich kann nur einen MU8 holen. Ohne Bewaffnung oder nichts.
Weiß einer schmeißt, einer springt mit dem Fallschirm ab, der andere fliegt zurück, oder was? Ach, ich kann, nee, wir lassen ihn zurück. Das können wir uns gerade leisten, wir haben 70.000. Okay. Alter, habe ich mich gerade erschreckt. Oh Gott. Normalerweise sollte das nicht passieren. Alter, das hat mich gerade richtig erschreckt. What the fuck? Ja, ich konnte die Waffe noch retten. Na, ich store die erstmal ein. Gut, Antistasi, wieso machst du das? Achtung, ich versuch's nochmal. Oh, jetzt hat's geklappt. So, jetzt nehme ich das hier. Stell's da hin. Tata. Willst du fliegen? Ja. Check. Bin dein Co-Pilot. Kommt man denn hier als Co-Pilot rein? Ah ja. Alles klar, Sitze. Geht kein Dings an, kein GPS, aber egal. Ich glaube, das geht nur als Co-Pilot, da hatten letztens auch so ein Problem. String U geht auch, ne? Ist ja das. Sieht los zumindest. Voraus ist unser Wegpunkt. Hast du das GPS jetzt? Ja, so ein anderes. Ich sehe die Einzeichnung nicht. Alles klar. Leicht rechts. 20 Grad. Ich krieg's hin. Check. Ohne Nebel. Ohne Nebel. Wir sind eigentlich auch nur Touristen, die gern Helis klauen. Guten Tag. Hallo. Servus. Auf dem Server wartet ein Update von Arma 3. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger da. Wollt Echt? Ihr nicht? Ja. Ich warte noch. Wo sind die schon oder willst du noch gerade? Oh Gott. Was denn, wenn man fragen darf? Also das ja, ich kriege keinen eigenen Server gerade so gestartet. Ich weiß nicht, ob sie den die ersten Zeit erstmal noch sperren, weil die wahrscheinlich die erstmal über die Server verkaufen wollen. Und ja, aber ich habe überlegt, erstmal einen 20er zu kaufen, weil die kosten genau nichts. Dann ist die Frage, ob ihr mal mitspielen wolltet oder nicht, weil sonst habe ich
16, also 17 Euro. Ja, ich will alle dabei. Jo, wenn du dabei bist, kommen 10 bestimmt auch noch 2, 3. Heute jetzt oder was? Ne, wann ihr das spielt, weiß ich nicht, aber ich denke mal, der ist ein paar Stunden oder ein paar Minuten ist noch. Jo. Ich hatte eigentlich gedacht, wie gesagt, nur PvE-mäßig, dass, wie gesagt, nur unsere Leute oder Leute, die man halt kennt, draußen. Ja, gut. Auf einen Häuser Airport. Ich melde mich dazu, jeder. Bis gleich. Bis gleich. Tschö. Airport ist auf 3 Uhr. Ja, sorry, das Gespräch hat jetzt abgelenkt. Kein Problem. Ist ja nicht so, dass du jetzt ins Wasser fliegst. Bitte funken. 3 Uhr ist der Airport, jetzt 2 Uhr. Haben oder? Positiv. Check, dann nehme ich mir nochmal diesen schweren ME8. Ich glaube, hier ist noch einiges für respawned. Spring ab. Ah, bringen sie runter, bringen sie runter. Bringen sie runter. Oh, nicht crashen, nur runterbringen. Live, live, live. Ich bin rausgeflogen. 12 Uhr. Alter. Ich deck dich, spring. What the fuck? Hab's dann gleich ausgeschaltet. Lass dir ruhig Zeit beim Takeoff. Da steht noch ein LKW auf dem Runway. Ich starte über die Kleine. Ja. So, Baby, lass mich im Stich. Ich hab da eine Idee. No, nicht so. Thank you.
Lambert Follower kommen. Ja, steig. Mimi! Mimi! Ich muss gleich was essen. Warum bist du gelandet? Lauf von Lambert, komm. Lauf von Lambert, Lambert Verlauf, komm. Hier ist Law, hier ist Lambert. Oder so, komm rein. Bist du noch nicht gelandet, oder? Ich versuche die Maschine gerade per Autopilot zum Landen zu zwingen. Check, ich gucke mir mal einen Runway an, der nicht belegt ist. Gib mir mal eine Sekunde. Landeanflug. Also die Bahn, die jetzt rechtsseits von dir ist. Auf der kannst du landen. Da ist nichts, was dir im Wege steht. Auf den anderen sind leider Mörser. Ja, ich weiß nicht, wie ich das hinbekomme. Ich versuche mal zu gucken, was die Maschine macht.
Hast du jetzt einen Autopilot drin oder wie? Positiv. Ja, ansonsten kann ich dich mal instruieren, wie du das Ding runterbringst und du versuchst es halt. Also so 190 km/h Touchdown, das wäre eigentlich sehr gut. Und wenn die Kiste unten ist, bremst die relativ schnell ab. Das heißt, um die Länge des Runways musst du eigentlich keine Sorgen machen. Jetzt erneut der Anflug. Na, ich sehe euch reinkommen, sieht gut aus. Ist es der Autopilot? Oh, ist ein bisschen schnell. Abbrechen, hochziehen. Das war ich dann selber. Wo steht dann da die Mörser? Kann ich jetzt? Klar, auf der Landebahn kannst du landen. Du bist ja gerade einmal durchgerollt. Hast du die Geschwindigkeit gemerkt, in der du gerollt bist? Negativ, ich lasse es den Autopilot einfach mal machen, ich mach nichts mehr. Check, so verstanden. Tja, wo ist er denn? Von der Seite. Landeautopilot, ja. Kommt da rein. Ja, das sollte klappen. Jetzt einfach nur abbremsen. Sehr schön. Einmal links umdrehen und mir folgen. Steht noch ein Mörser auf der Bahn, bremst mal ab. Oh, halt, das ist knapp. Moment, bleib stehen. Das war echt knapp. Okay, es reicht. Eieiei, haben beide überlebt, ey. Ich will das nochmal machen, ich will auch einen Jet. So, Garage Vehicle, Faction Garage. Oh, so eine Su ist halt auch wunderschön. Soll so. Jemand fliegen können, der es kann? Achtung, falls wieder alles explodiert.
Ah, ich muss erst Geld abheben. Bäh. Und dich heilen. Bin wieder da. Hey, ich hab dir die Zugangsdaten geschickt. Also du darfst frei ermessen, die Leute hier rauflassen, nicht immer die Leute, die du kennst, ne? Klar. Ist ein 20er Server war jetzt aktuell gerade. Dankeschön. Genau, bis später. Später. Also PvE ist ja klar, ne? Weißt ja bestimmt. Oder? Hast du eine Ahnung, wie groß das Spiel ist ungefähr? 11 GB? Oh Gott. Ja, oder wolltest du es genauer? Okay. Ich bin umgezogen, habe eine Bauleitung. Alter. Oh je. Naja, dann bis man sich sieht. Bis später. Bis später. So. Ja, hochkommen sollte man. Ja. Also ich habe glaube ich nur zwei Feinde erschossen, dann war Ruhe und einen MG-Schützen, der am Turm war. Ja, da würde es jetzt wieder einiges geändert haben. Also nochmal? Check, ja, auf jeden Fall. Ah, warte mal, ich habe noch Sprengladung im Rucksack. Ich will die noch alles mal weg haben hier. Zack. Nehme ich mal ein Alice-Pack mit. Ist es leer? Ist leer. Ja. So. Sehr gespannt. Unserer 3 Uhr ist die deine Linie. Ich sehe den nicht. Aber sie fliegen gerade parallel zu ihr. Ich fliege nach angelegtem Daumen. Ist da Salz drauf auf dem Daumen? Hast du Tequila in der Hand? Was machst du? Du sollst fliegen. So, kreuzen jetzt die Linie. 30 Grad nach links. Ja, sollte passen. Jetzt sind wir geradeaus. Ja, vor allem die Panzer standen ja noch da. Ich habe ja noch alles zerstört gerade eben mit den Raketen, wo ich abgehoben bin. Damit schönen Jet spawned. Mal gucken, was da jetzt steht. Ja. Aber die Panzer waren jetzt nicht besetzt, die hätten nämlich uns auseinandergenommen. Das könnte ja was werden. Three, so.
So, Konzentration. Wir werden alle sterben. Haltet euch bereit. Wir sterben glücklich das und besoffen. Das Leben ist gar endlich. Bald ist es soweit. Gibt's hier nur noch so einen Lock-Sound? Piep, 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 piep. Da hab ich einen Knopf hier, der heißt abspringen. Oh, da fehlt das hinter dem Bügel da, den du schon kennst. Bin ich mal gespannt. Was sehen meine Elbenaugen? Ja, da stehen zwei Jets. Könnte was werden. Da steht sogar noch mehr. Krass. Ja, der ist am Tower bestimmt. Ja, am Tower. Wenn du die Ding runterbringst, dann hol ich ihn weg. Das wird knapp. Ja, bring's einfach runter. Langsam, langsam, langsam. Alles gleich, spring gleich ab. Okay, spring ab. Hintere Maschine. Check, ich blick hier noch ein bisschen rum und versuche ein paar Infanteristen auszuschalten. Ah, fuck, einmal erwischt. Fast tot. Ja, ich bin auch einmal ohnmächtig geworden. Schilka steht hier irgendwo, oder? Kommt schon. Schafft man das hier links raus zu starten? Ja. Airborne, baby. Airborne. Alter, ist das sensibel. Guck mal, deine 3 oberhalb.
was du machst. Black nicht out. Touchdown. Landebahn frei, 10. Landebahn frei. Verstanden. Noch bin ich nicht gelandet. So, Klappen kommen, fahr weg draußen. Touchdown. Verlasse Bahn über Lisa. Ich glaube, ich habe gerade das Flugzeug vernichtet. Ich habe es in die Personal Garage transferiert, aus Versehen. Jetzt sagt er, die Garage ist leer. Das ist echt komisch. Naja, holen wir uns einen neuen. Könntest den ganzen Tag machen. Ich schau gleich mal, vielleicht finde ich es irgendwo. Ah, das habe ich gern. So. Ah ja, probiert es mal auf dem an dem anderen Mast, der da in der. Oh, warte mal kurz. Trennung. Der auf 36 Grad steht, ist noch ein Mast. Da solltest du das Flugzeug rausholen können. Lambert, bist du da? Ja, kleinen Moment. Auf Karkus. Check.
So, bin wieder da. Auf 35 Grad ist ein Mast. Da solltest du deinen Jet finden. Okay, dann packe ich den mal eben oben in die 35 Grad. Dann parken wir den mal eben um. Und steh mal in die Richtung, die ich schaue und versuche den mal rauszuholen oder zu suchen. Ah ja, da ist er. Na, das reicht schon, dann mache ich Z. Garage Vehicle, Faction Garage. Ah, okay, jetzt die kleine Problematik, die sich hierbei stellt, ist, unsere Box ist da hinten und der Jet steht hier. Yep. Das heißt, ich bringe den Typ mal, glaube ich, ich bringe das eh mal hier vor. Das hat nämlich meistens immer Probleme, wenn wir hier irgendwas holen und das Ding steht da hinten. Geht es jetzt nochmal? Geiles Teil. Первый, жду. Obwohl, den will ich nicht. Ah, da ist sie.
Heieiei.
geflogen. Oder auch nicht. Komm schon. Tschüss. Alter. So, ich darf nur nicht ohnmächtig werden. Glaub so. Yeah.
So, Klappen kommen, Fahrgestell kommt. Tada. Und man, eigentlich haben wir das Fahrgestell abgerissen, aber ja. Auch gut. So, einer mehr.
zweimal und dann bis zum anderen Ende rüber hier das Abendessen und werden die Küche und Frische. Kannst du dir auch noch Waffen aussuchen? Ich habe noch ein paar. Ich soll mal gucken, welche. Oh, klein. Ein paar Rauchgranaten brauche ich noch. Verbandszeug. Fünf Schuss habe ich, das reicht. Ah ja, speichern. So, auf geht's ein viertes Mal.
das war Pech. Das war Pech. So, einmal noch. Merke, auf eine KI landen ist dann cool. Aber mache ich für Ausrüstung? Nee.
Fuck, ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt schießen nämlich echt jetzt zu breit. Mann, Mann. Alter, das war's. Okay, ich lasse es für heute. Aber ich habe zwei Jets.